herzlich willkommen bei Nicoles Küchen TV. Schön, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Und heute wollte ich mit euch in der Kenwood Cooking Chef Gourmet Invertzucker selber machen. Jetzt fängt ja die warme Jahreszeit an und da mache ich ganz gerne auch Eis selber. Und da nehme ich immer ganz gerne den Invertzucker, weil der eben hinterher nicht mehr auskristallisiert. Ich lese euch die Zutaten vor. Ihr benötigt 165 Milliliter Wasser, 335 Gramm Zucker, einen halben Teelöffel Zitronensäure oder Weinsteinsäure und einen halben Teelöffel Natron. Das war's schon. Und jetzt gehen wir her und geben einmal das Wasser und den Zucker und auch die Zitronensäure in die Rührschüssel. Ich setze jetzt hier das Flexi-Rührelement ein. Und das muss jetzt eben eine ganze Zeit lang eingekocht werden. Ich stelle die Temperatur hier auf 80 Grad. Und das soll ja so circa anderthalb Stunden. Im Thermomix habe ich es ja schon mal gemacht, da hat es super funktioniert. Heute wollte ich es mal mit der Kenwood ausprobieren. Also gehe ich hier. Ich gebe jetzt hier auch anderthalb Stunden ein. Also da muss ich immer noch, irgendwie bin ich immer zu schnell hier mit der Dreherei. So. Ja, ich lasse das jetzt auf der Unterrührstufe warm werden. Das hört jetzt gleich auf, quietscht am Anfang immer. Und lasse das jetzt anderthalb Stunden einkochen. Ja, und wenn die Zeit rum ist, dann melde ich mich wieder bei euch. Habe ich doch ganz vergessen. Jetzt sind schon 4 Minuten rum, aber ich setze ja auch meinen Spritzschutz auf und lasse den auch die ganze Zeit drauf. Und wenn sich der Zucker aufgelöst hat, das hat er jetzt bei mir so im Wasser, braucht auch nicht die ganze Zeit mehr gerührt werden. Von daher habe ich jetzt hier die Rührintervallstufe 4 gewählt und auf die Unterrührstufe geschaltet, und sodass es jetzt alle 30 Sekunden einmal durchrührt. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder, wenn die Zeit um ist. Die anderthalb Stunden sind jetzt rum. Der Invertzucker ist jetzt ja so ein bisschen dickflüssig und jetzt geben wir das Natron rein. Müssen wir auch ein bisschen rühren, weil es kann sein, dass eine Schaumreaktion kommt. Ja, aber das hält sich in Grenzen. Also das würde ich auch in der, ne, seht ihr gar nicht. Ich rühre das jetzt noch einen Augenblick und ja, dann fülle ich das um und dann lasse ich es abkühlen. Ja, es schäumt so ein bisschen, aber die Schüssel ist groß genug, also es läuft euch nichts über. Ja, ich würde sagen, ich fülle das jetzt um und dann melde ich mich nochmal bei euch. Ja, ich habe das jetzt einmal hier in ein Glas umgefüllt. Das sieht dann noch, wie schaumig das jetzt ist. Das lassen wir jetzt abkühlen, oder ich lasse das jetzt abkühlen und melde mich dann nochmal, wenn es komplett abgekühlt ist, und dann zeige ich euch nochmal, wie der Invertzucker dann aussieht. So, hier seht ihr meinen fertig abgekühlten Invertzucker. Die Konsistenz ist jetzt quasi so sirupartig, so ähnlich wie flüssiger Honig. Hält sich auch so ähnlich wie Honig, und ihr könnt es gut zur Eisherstellung, für Liköre und auch für Sorbets benutzen. Ich mache das in der Sommerzeit eigentlich immer ganz gerne selber, weil ich auch da viel Eis selbst mache. Ich habe es ja schon im Thermomix gemacht. In der Kenwood klappt es genauso gut. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und Ausprobieren. Und das Rezept verlinke ich natürlich wie immer in der Infobox. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen hoch. Und ich sage bis zum nächsten Video. Eure Nicole.